Rücken gerade. Kopf hoch. Blick geradeaus. Das reicht für heute. Hallo, Frau Kenwa. Hallo. Das ist gut, dass Sie mich gleich informiert haben. Das ist schon ein starkes Stück, was der Kommissar sich da geleistet hat, Sie einfach so zu überrumpeln und ohne mich zu vernehmen. Aber ich muss Ihnen auch sagen, ich bin nicht begeistert, dass ich jetzt erst von Ihrer Schwangerschaft und dem nächtlichen Besuch bei Ihrem Mann erfahre. Ich weiß, es tut mir leid, aber ich hatte einfach Angst, dass Sie mir nicht mehr glauben, wenn Sie erfahren, dass ich Asato doch noch gesehen habe, kurz bevor er halb totgeschlagen wurde. Keine Sorge, mein Glauben an Ihre Unschuld ist nicht so leicht zu erschüttern. Da verlasse ich mich auf meine Menschenkenntnis. Aber wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe, dann müssen Sie ab sofort offen und ehrlich zu mir sein. Ja, versprochen. Aber was soll ich denn jetzt machen? Der Kommissar hat sich total auf mich eingeschossen. Der glaubt doch, dass ich das war. Ja, aber das muss er erst mal beweisen. Vielleicht sollten wir noch mal überlegen, wer sonst noch Ihr Mann angegriffen haben könnte. Ich meine, durch die Einschränkung auf Kampfsportler ist der Kreis der in Frage kommenden Personen ja nicht so groß. Was ist denn mit dem jungen Mann? Wäre der in der Lage, diesen Handkantenschlag auszuführen? Theoretisch schon. Aber seine Schüler würden Asato nie etwas antun. Dafür vergöttern sie ihn viel zu sehr. Hm. Auch wenn Sie es nicht gern hören, ich halte ja nach wie vor Ihren Stiefsohn für verdächtig. Kaito war das nicht. Das habe ich Ihnen doch jetzt oft genug erklärt. Na ja, trotzdem habe ich da meine Zweifel. Aber wer weiß, vielleicht haben Sie ja recht und wir müssen den Angreifer ganz woanders suchen. In dem Zusammenhang habe ich übrigens Neuigkeiten. Erkan Dogan wurde von Ihrem Mann beim Deutschen Karateverband angezeigt und hat ihn ausgeschlossen. Das ist es. Und dafür wollte er sich an Asato rächen. Wir müssen sofort was unternehmen. Ja, ganz langsam. Unsere Theorie müssen wir erst mal beweisen. Ich schlage vor, ich nehme Erkan Dogan noch mal genau unter die Lupe. Und ein guter Ansatzpunkt ist vielleicht mal zu schauen, welche Spuren er im Netz hinterlassen hat. Sehen Sie, ich hatte recht. Hier ist die Fanpage. Die liken wir jetzt mal und dann gucken wir mal, was die aktuellen Neuigkeiten sind. Was hat er denn hier gepostet? Wer Karate lernen will, hat bei Asato nichts verloren. Asato kann reden, aber nicht kämpfen. Finger weg von der Pseudoschule der Canvas. Das ist ja eine regelrechte Schmutzkampagne. Angriff auf Asato Kenwa. Asato Kenwa hat bei einem Zweikampf vor 2 Tagen eindeutig den Kürzeren gezogen. Endstation Krankenhaus. Der sogenannte Meister hatte keine Chance. Die machen sich regelrecht lustig darüber, dass ihr Mann bei dem Angriff keine Chance hatte, sich zu wehren. Aber leider steht nichts davon drin und es gibt auch keinen Hinweis, dass Erkan Dogan etwas mit dem Angriff zu tun hat. Gucken Sie mal hier. Das ist ein ganz aktueller Post von heute. An alle Vollstrecker, seid heute wie verabredet bei uns zur Stelle. Die Zeit ist gekommen. Vollstrecker, da sind sicher Erkans Kampfmaschinen, diese Schlägertypen gemeint. Und bei uns, das wird wohl die Schule sein. Wir müssen sofort die Polizei verständigen. Jetzt mal ganz langsam. Ich meine, das ist alles total vage formuliert. Ja, aber wir müssen doch irgendwas unternehmen. Wir können doch nicht zulassen, dass Erkan schon wieder versucht, meinen Mann umzubringen oder die Schule zu schädigen oder sonst was. Jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig. Am besten, ich mache mich auf den Weg zu Erkans Schule und werde mich dort mal umsehen. Gute Idee, ich komme mit. Auf gar keinen Fall. Sie bleiben hier, Sie sind schwanger. Keine Diskussion, die Typen sind aggressiv und gefährlich und ich bin immerhin auch eine erfahrene Kampfsportlerin. Ich ziehe mich nur eben um. Und da hinten ist also die Schule von Erkan Dogan. Ja, und er müsste auch da sein. Da steht zumindest sein Wagen. Da können wir wohl nur abwarten und Tee trinken. Leider kein mehr dabei. Vielleicht sollte ich mal in die Schule gehen und so tun, als wollte ich trainieren. Dann kann ich mich ein bisschen umsehen. Das müssen die angekündigten Vollstrecker sein. Aber was wollen die da unten? Keine Ahnung, aber das finden wir heraus. Würden die auf jemanden warten. Was war Kaito denn hier? Endlich! Da hat die schon der Schiss gekriegt und eine Rütze hier gemacht. Das hat genau der Verstärkung mitgebracht hat. Was soll die Begleitmannschaft? Das ist eine Sache zwischen dir und mir.
Du, das sehe ich genauso. Wir sollen uns sicherstellen, dass du nicht im letzten Moment noch kneifst. Diese Typen, die Erkan mitgebracht hat, das gefällt mir gar nicht. Sieht nach einem verdammt unfairen Kampf aus. Meine Jungs werden bezeugen, wie ich dir die Fresse poliere. Schluss mit dem Theater. Lass uns anfangen. Offensichtlich ist Erkan immer noch wegen der Anzeige sauer. Er will bestimmt die Schule ruinieren, hat deswegen ihren Mann angegriffen und jetzt will er auch noch ihren Stiefsohn ausschalten. Mir wird das zu heiß, ich rufe jetzt den Kommissar an. Ja. Herr Gruner, Isabella Schulin hier. Bitte kommen Sie ganz schnell zum alten Gewerbegebiet hinter dem Westbahnhof. Es sieht ganz so aus, als würde der mutmaßliche Täter von Asato jetzt auch seinen Sohn zum Kampf herausfordern. Ich weiß nicht, wie lange ich mich hier mit meiner Mandantin noch verstecken kann. Okay, vielen Dank. Ja, schlag zu, Mann! Was ist los mit dir? Trau dich! Los! Was ist los, Mann? Ich muss dazwischen gehen. Die machen Kaito sonst fertig. Das sind 4 gegen 1. Sagen Sie, ist das nicht Steven, Kaitos Freund? Komm, Jungs, den Park bei uns! Jungs, auseinander! Polizei! So, Hände aus den Taschen, du auch. Hände raus. Wer hat hier was gemacht? Reden. Frau Schulin. Sie kommen gerade rechtzeitig. Es geht um einen Kampf zwischen 2 verfeindeten Kampfsportschulen. Erkan Dogan ist ein Konkurrent von Asato Kenwa und wollte sich an ihm rächen. Der hinterfotzige Apada hat nämlich seine Anzeige beim Verband ruiniert, so sieht's doch aus. Sie geben also zu, dass Sie sich an den Kenwas rächen wollten und Asato Kenwa angegriffen haben. Moment, Drache, ja. Aber den Anschlag auf den Alten, das können Sie mir nicht in die Schuhe schieben. Ach, und wo waren Sie vorgestern Abend? Ich habe ein wasserdichtes Alibi. Werden Sie noch mal ein bisschen konkreter. Ja, ich war die ganze Zeit im Krankenhaus. Im St. Elisabeth Krankenhaus. Musste mich wegen einer Meinungsverschiedenheit verarzten lassen. Ja, wegen so einer kleinen wie hier, hm? Nee, der Kampf gegen Kenwas Schule war schon lange überfällig. Aber der Feigling, Asato, der hat sich immer davor verdrückt. Verdammt! Jetzt ist Schluss! Schlimm genug, dass du dich auf den Kampf eingelassen hast. Misch dich nicht ein. Das ist meine Sache. Es geht um die Ehre unserer Schule. Du bist jetzt besser ganz still. Ich rufe uns jetzt ein Taxi und dann versorge ich deine Wunden. So, wer seid ihr drei denn überhaupt? Hm? Dich mit der Kappe kenne ich doch. Ausweise raus. Ausweise raus. Was ist denn vorhin mit dir los? So habe ich dich noch nie gesehen. Wie kompromisslos du auf Erkan losgegangen bist, wie kalt und präzise du zugeschlagen hast. Ach, du hast mich schon immer unterschätzt. Ich hatte Angst, dass du Erkan umbringst. Verdient hätte er es. Wie kannst du sowas sagen? Weißt du, bisher habe ich das nicht für möglich gehalten. Ich habe dich immer in Schutz genommen. Aber kann es sein, dass du deinen Vater angegriffen hast? Das fragst ausgerechnet du mich? Und Sie? Warum sind Sie eigentlich hierher gekommen? Na ja, als ich mitbekommen habe, wie Erkan Kaito provoziert, habe ich noch versucht, ihm den Kampf auszureden und ihn daran erinnert, was sein Vater dazu sagen würde. Keine Chance. Also bin ich ihm heimlich gefolgt. Für den Notfall. Das müssen Sie mir jetzt noch mal genauer erklären, dass ich es auch richtig verstehe. Asato war gegen diesen Kampf. Aber eigentlich geht's doch da um die Frage der Ehre. Und für einen traditionsbewussten Japaner ist die Ehre doch alles. Doch schon. Aber für einen Meister wie Asato ist es eben gerade nicht ehrenhaft, sich durch solche billigen Provokationen zu unnötiger Gewalt hinreißen zu lassen. Der Kampfsport ist für ihn vor allem ein Weg der Meditation und der Selbstfindung. Und Kaito, hat er das anders gesehen? Ja, darüber hat es immer wieder Streit gegeben. Deshalb hat der Meister Kaito wahrscheinlich auch noch nicht zu seinem Nachfolger ernannt. Aber wieso? Ich dachte, Asato hat seinen Sohn für den schwarzen Gürtel und damit automatisch als Nachfolger vorgeschlagen. Das sind für Asato 2 komplett unterschiedliche Dinge. Ich habe selbst mitbekommen, wie er versucht hat, es Kaito zu erklären. Wann war das? Vorgestern, vor dem Anschlag auf Asato, habe ich Kaito noch zu Hause besucht, weil er mir irgend so einen Karatefilm ausleihen wollte. Und da habe ich einen Streit zwischen den beiden mitbekommen. Meinst du etwa mit Veränderungen, dass du mich nach der Schwarzgurtprüfung als deine Nachfolger und Leiter der Schule bestimmst? Wie kommst du denn darauf? Dafür bist du noch zu grün hinter den Ohren.
Du musst noch mehr Erfahrungen sammeln und reifer werden. So weit bist du noch lange nicht. Wie kannst du nur so etwas sagen? Die Schule ist mein Leben. Ich habe jedes Mal über 150% im Training gegeben. Training alleine reicht nicht. Manche Dinge lehrt dich nur das Leben und die Erfahrung. Und jetzt will ich auch nicht mehr weiter darüber diskutieren. Das muss ihn hart getroffen haben. Er hat sich eigentlich schon lange wie ein zweiter Meister neben seinem Vater gefühlt und darauf hingefiebert, dass er ihn nun endlich auch offiziell zu seinem Nachfolger an der Schule ernennt. Ich habe ja auch den Eindruck, dass er in der Schule mit seiner Stiefmutter konkurriert. Das kommt noch hinzu. Asato hat Marlene in seine strategischen Planungen häufig mehr einbezogen als Kaito. Und dann noch dieses Gespräch, das hat ihn tierisch gewurmt. Herr Gruner, ja? Kommen Sie doch bitte mal rüber. Das müssen Sie sich anhören. Ja. Alles, was ich getan habe, habe ich für die Ehre der Schule getan. Wie kannst du es wagen, mir sowas zu unterstellen? Das war doch nur eine Frage. Warum regst du dich gleich so auf? Hast du etwa Angst, dass dir dein Angriff auf meinen Vater endlich nachgewiesen wird? Dass du versuchst, mit irgendwelchen bescheuerten Verdächtigungen von dir abzulenken? Unsinn. Hast du es immer noch nicht begriffen? Bei allen Schwierigkeiten, die wir hatten. Ich liebe deinen Vater. Ich glaube dir kein Wort. Es ist aber die Wahrheit. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass Asato endlich aufwacht und wir das Kind, das ich erwarte, gemeinsam großziehen können. Moment mal. Du bist schwanger? Ja. Deswegen haben dein Vater und ich auch beschlossen, neu anzufangen. Wenn es wahr ist, dann wäre mein Vater bestimmt nicht länger in der Schule geblieben. Er wäre sofort nach Hause gekommen, zu dir, zu der Mutter seines Kindes. Asato hat gesagt, er müsste in der Schule noch was klären und ich habe das akzeptiert und nicht weiter nachgefragt. Aber jetzt wünsche ich mir nichts mehr, als dass wir endlich eine richtige Familie werden. Mit dir zusammen. Das ist ja gnädig. Du gestattest mir, ein Teil der Familie zu sein? Ich schwöre dir, ich werde nicht eher ruhen, bis du für deine Taten büßen musst. Und dann bist du kein Teil der Familie mehr. Sie wissen ja, dass ich Kaito immer schon für tatverdächtig gehalten habe. Aber das, was mir Steven über das Gespräch zwischen Vater und Sohn berichtet hat, das bestärkt meinen Tatverdacht nur noch. Nur weil sein Vater ihn nicht zum Nachfolger nennt, soll er ihn versuchen umzubringen? Nein, da ist ganz viel verletzte Eitelkeit im Spiel. Kaito ist sehr ehrgeizig und sein Vater, den er vergöttert und den er beeindrucken will, der hat nicht an ihn geglaubt. Also das halte ich für zu weit hergeholt. Jetzt überlegen Sie doch mal. Sie wissen doch ganz genau, dass Kaito davon ausgegangen ist, dass er der Nachfolger wird. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wie demütigend muss das eigentlich für ihn gewesen sein? Ich kann mir es trotzdem nicht vorstellen. Warum sollte Kaito Kenwa versuchen, seinen Vater umzubringen? Er liebt ihn über alles. Das hat Ihre Mandantin bestätigt. Ist mir alles zu spekulativ. Aber Sie haben auch nichts Konkretes gegen meine Mandantin in der Hand. Gut. Vielleicht sollten wir Kaito Kenwa noch mal überprüfen. Aber Ihre Mandantin ist noch nicht raus aus dem Spiel. Mal sehen, wie lange noch. So sicher, dass wir mit Erkan denjenigen gefunden haben, der meinen Mann angegriffen hat. Ja, aber leider hat das Klinikpersonal sein Alibi bestätigt. Sagen Sie mal, was ist das denn? Ich erwarte doch gestern keine Lücke. Was meinen Sie? Na, die Trainings-DVDs, die waren doch gestern noch alle hier. Tatsächlich? Das ist ja komisch. Ich habe nichts weggenommen. Wer außer Ihnen hat noch Zugang zu dem Büro? Eigentlich nur Kaito. Dachte ich's mir doch. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich hatte von Anfang an so ein Gefühl, dass er es war. Und jetzt erst recht, nachdem er uns alle angelogen hat, nach dieser Sache mit der Schulleiterposition. Ehrlich gesagt halte ich es seit gestern auch nicht mehr für ausgeschlossen, dass er seinen Vater angegriffen hat. So eiskalt, wie der auf Erkan eingeprügelt hat. Naja, und vielleicht hat das Verschwinden der DVDs ja auch etwas mit dem Angriff auf Ihren Mann zu tun. Vielleicht wurde da irgendwas gefilmt, was ihn belastet. Wissen Sie was? Ich informiere den Kommissar. Und das muss bitte in die Kategorie. Warte mal kurz. Daniel Gruner, Kriminalhauptkommissar. Isabella Schulin hier. Ich wollte Sie eigentlich darüber informieren, dass im Büro von Asato Kenwa die Trainings-DVDs verschwunden sind. Und was ist daran so schlimm? Naja, ich meine, außer meiner Mandantin und ihrem Stiefsohn hat eigentlich keiner Zugang zu dem Büro. Vielleicht hat er Beweise vernichtet. Und was soll ich da jetzt machen? Einen Durchsuchungsbeschluss beantragen. Ja, wir müssen doch irgendwas tun, um diese DVDs wiederzufinden. Ja,
Frau Schulin. Also für einen Durchsuchungsbeschluss sehe ich keine Handhabe. Und es weiß ja auch niemand, was auf dem DVD drauf ist. Aber irgendetwas müssen wir doch unternehmen. Wie wär's denn einfach mit abwarten? Vielleicht war es ja alles nur falscher Alarm und die DVDs tauchen von alleine wieder auf. Frau Schulin, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Ich melde mich. Tschüss. Der hat's jetzt eilig gehabt, mich loszuwerden. Ich glaube, wir müssen uns irgendwas anderes überlegen. Vielleicht habe ich noch eine Idee. Und die wäre? Nichts. Frau Kenver, Sie haben doch irgendwas vor. Aber bitte, tun Sie jetzt nichts Unüberlegtes. Nein, mache ich nicht. Versprochen. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Gewissheit verschaffen. Wo könnte er sie denn hingetan haben? Ach Mist, Karatefilme. Darf ich mal fragen, was du hier machst? Kaito, ich such nur was. In meiner Wohnung, ohne zu fragen? Sag mir doch einfach, wo du die DVDs hast. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Tu doch nicht so. Die Trainingseinheiten, die du aus dem Büro gestohlen hast. Ich habe nichts gestohlen. Ist das etwa deine neue Art, irgendwie von deiner Schuld abzulenken? Diesmal bist du zu weit gegangen. Du kommst hierher in meine Wohnung, wühlst in meinen Sachen rum und beschuldigst mich noch als Dieb? Wann begreifst du endlich, dass ich mit dem Angriff auf deinen Vater nichts zu tun habe? Du hast mich nie akzeptiert. Nicht als Karateka und erst recht nicht als Frau an der Seite deines Vaters. Und hast du dich mal gefragt, warum? Weil du die Ehe meiner Eltern zerstört hast. Ich kann verstehen, dass du dir gewünscht hast, dass deine Eltern wieder zusammenkommen. Aber dafür kannst du mich doch nicht ein Leben lang büßen lassen. Und mir jetzt auch noch den Angriff an deinem Vater anhängen. Jetzt hör auf, den Spieß umzudrehen, verdammt noch mal. Wer behauptet denn, ich hätte irgendwelche DVDs gestohlen, um irgendwie Beweise verschwinden zu lassen? Sei vernünftig, Kaito. Wenn du was mit dem Angriff auf deinen Vater zu tun hattest, ist jetzt die Möglichkeit, es zuzugeben. Ich höre mir den Mist nicht noch länger an. Am besten, du verschwindest jetzt. Nicht ohne die DVDs. Das wird ein Nachspiel haben. Ich werde der Polizei von deinem Einbruch berichten. Ich bin gerade auf dem Weg zum Kommissar. Ich habe nämlich erfahren, dass meine Mandantin bei ihrem Stiefsohn nach den DVDs gesucht haben soll. Und der hat sie jetzt wegen Hausfriedensbruch angezeigt. Mir ist klar, dass das den Verdacht des Kommissars, der meine Mandantin ohnehin schon für die Täterin hält, nur noch bestärken wird. Er will sie jetzt erneut vernehmen. Und es wird nicht leicht, ihn von ihrer Unschuld zu überzeugen. Zumal der Kommissar ja ausschließt, dass Kaito seinen Vater niedergeschlagen haben könnte. Tja, Frau Kenver, da ist der Versuch, die Beweismittel gegen Sie verschwinden zu lassen, wohl gründlich in die Hose gegangen. Niemand will hier irgendwelche Beweismittel verschwinden lassen. Dagegen spricht allein die Tatsache, dass wir Sie über die verschwundenen DVDs informiert haben. Sie werden ja wohl kaum leugnen, dass sich Ihre Mandantin unerlaubt Zutritt zum Haus Ihres Stiefsohns verschafft hat. Was heißt denn hier unerlaubt? Ich habe den Ersatzschlüssel meines Mannes verwendet. Dafür haben wir den doch. Genau. Das Einzige, was Sie meiner Mandantin vorwerfen können, ist, dass sie vielleicht etwas unüberlegt gehandelt hat. Und diese Vorgehensweise auch nicht mit mir abgesprochen hat. Sonst hätte ich ihr davon abgeraten. Mhm. Wir reden hier von Hausfriedensbruch. Das können Sie nicht von der Hand weisen. Das war meiner Mandantin in dem Moment doch überhaupt nicht bewusst. Offensichtlich vergessen Sie, unter welchem enormen Druck sie stand, sich gegen die erhobenen Vorwürfe zu entlasten. Und wir sind nach wie vor der Auffassung, dass die verschwundenen DVDs dazu der Schlüssel sind. Das sind doch Hirngespinste. Sie suchen nach Beweismitteln, die möglicherweise gar nicht existieren. Ja, bitte? Was machst du denn hier? Sind das die DVDs, nach denen du gesucht hast? Du hattest sie also doch? Quatsch, die waren im Keller der Schule versteckt. Ich habe sie zufällig gefunden, als ich nach Trainingspolstern für den Unterricht gesucht habe. Dann haben Sie die DVDs gar nicht aus dem Büro geholt? Natürlich nicht. Aber wenn Sie das nicht wollen, wer denn dann? Wie wäre es, wenn wir erstmal einen Blick reinwerfen? Gute Idee. Training vom 11.02.2015. Bin ich ja mal gespannt.
ein Trainingsvideo. Nächste Training vom 14.02.2015. Noch ein Trainingsvideo. Moment mal. Das gibt's doch nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Asato und dieses Miststück. Ich hätte eigentlich schon vorher auf die Idee kommen können. Wer ist die Frau? Möglicherweise die unbekannte dritte Person, deren Fingerabdrücke auf dem Ultraschallbild meiner Mandantin sind. Und sie müsste jetzt in der Schule sein. Komm, Sie, lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Was ist denn das hier für ein Massenauflauf? Was ist passiert? Ich hatte gehofft, das können Sie mir verraten. Was wissen Sie über den Angriff auf Asato Kenma? Das habe ich Ihnen doch schon alles erzählt. Moment. Oder denken Sie jetzt, dass ich den Chef angegriffen habe? Hören Sie doch auf. Wir wissen längst, dass es mehr als Ihr Chef war. Und wir wissen auch, dass Sie Karate können, obwohl Sie es mir gegenüber geleugnet haben. Deshalb hast du auch die DVDs im Keller versteckt. Wahrscheinlich wolltest du sie bei der nächsten Gelegenheit nach Hause schaffen und bist nur nicht dazu gekommen. Ich weiß nichts von irgendwelchen DVDs. Dann werde ich Ihrem Gedächtnis mal auf die Sprünge helfen müssen. Schauen Sie sich das mal an. Der Handkantenschlag ist sehr gefährlich. Sei dir dessen stets bewusst. Deine Worte sind für mich Gesetz. Ich meine es ernst. Du könntest mich damit umbringen. Ich werde aber für dich was ganz anderes machen. Asato hat mich unterrichtet. Das heißt noch lange nicht, dass ich ihn angegriffen habe. Und wir haben nur heimlich trainiert, weil er wusste, wie eifersüchtig Marlene ist und Angst vor ihrer Reaktion hatte. Miststück, das wirst du mir büßen! Lauf! Lass dich nicht provozieren. Sie hat fast meine Ehe zerstört und versucht, meinen Mann umzubringen, deinen Vater! Und genau dafür wird sie sich ja verantworten müssen. Ich glaube, am einfachsten ist es, Sie begleiten den Kommissar aufs Revier und lassen sich erkennungsdienstlich behandeln, damit endlich Ihre Fingerabdrücke gesichert werden. Oder was meinen Sie? Wozu brauchen Sie denn die Fingerabdrücke? Die werden wir mit den Teilabdrücken auf dem Ultraschallbild von Frau Kenwa abgleichen. Und das haben wir unweit des Tatorts gefunden. Somit wissen wir dann wahrscheinlich, ob Sie in der Tatnacht am Tatort gewesen sind bei dem Opfer vor dem Angriff. Sie haben das Bild gefunden? Korrekt, obwohl Sie versucht haben, alle Beweise verschwinden zu lassen. Also, was ist in der Tatnacht passiert? Sie sind so gut wie überführt. Ich bin mir sicher, dass Ihre Fingerabdrücke auf dem Foto sind. Das Einzige, was Ihnen jetzt noch helfen kann, ist ein Geständnis. Asato und ich waren verabredet, um die Nacht gemeinsam in der Schule zu verbringen. Wie schon öfters. Aber er war so abweisend und als ich ihn gefragt habe, was los ist, hat er mir das Bild von seinem Baby gezeigt. Und wie stand Herr Kenwa zur Schwangerschaft seiner Frau? Er hat gesagt, dass es ihm leid tut. Aber dass er es nochmal mit seiner Frau versuchen will. Asato hatte mir versprochen, seine Frau zu verlassen. Und stattdessen macht er mit mir Schluss? Dann bin ich ausgerastet. Ich habe ihm das Bild aus der Hand gerissen und habe nur noch zugeschlagen. Ich habe genug gehört. Du kannst sie mitnehmen. Sie hatten recht. Dieses Mal hätte ich vielleicht früher auf sie hören sollen. Die DVDs? Ja, Hauptsache, die Täterin ist überführt und die Unschuld meiner Mandantin ist bewiesen. Hm. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo? Kenwa? Ja? Ist ja großartig. Nee, ich komme sofort vorbei. Danke. Auf Wiederhören. Es war die Klinik. Vater ist aufgewacht. Oh Gott, endlich. Entschuldigung. Tut mir leid, Marlene. Ich hätte schon länger auf dich hören sollen. Und du warst immer auf Vaters Seite. Auch die Entscheidung gegen Mutter, das hat ganz allein Vater gefällt. Das sehe ich jetzt ein. Frieden. Na komm, wir gehen hinten raus. Wie hat Kaito so schön gesagt? Karate, das ist mehr als nur Kampfsport. Das ist eine Philosophie, eine Lebensweise. Aber wer die nicht verinnerlicht hat,
Dem helfen auch zahlreiche Trainingseinheiten nicht. Und genauso erging es Claudia Dehnbrock. Sie wollte ihre Liebe mit Gewalt verteidigen. Und genau deswegen wird sie sich jetzt auch wegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten müssen und hat mit einer mehrjährigen Haftstrafe zu rechnen. Aber auch Erkan Doğan und seine Komplizen haben sich strafbar gemacht. Auf sie alle wartet jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Ich bin froh, dass die Unschuld meiner Mandantin bewiesen ist und dass sie sich endlich mit ihrem Stiefsohn versöhnt hat. Jetzt kann ich nur hoffen, dass es ihrem Mann bald besser geht und alles in Ordnung kommt, bis das Baby auf die Welt kommt.